Hallöchen Leute, ich bin heute auf der Burg Rheinfels in St. Goar. Gerade 6 Euro Eintritt bezahlt zusammen mit Mirko. Aber scheiß drauf. Jetzt sind wir mal hier so gerade mal 70 oder 60 Kilometer gefahren. Jetzt gucken wir uns das Ding auch an. Ah, jetzt geht's mal hier hoch. Sieht interessant aus. Und steil. Sehr eng und steil hier. Sehr schön gemacht. Jetzt steht man hier in so einer größeren Halle. Nice. Zum Turm. Turm gibt es auch noch. Die High Battery. Hier ein kleiner Blick in den Hunsrück hinein. Ja, wirklich schön hier oben. Dem Mirko gefällt es auch. Ja, für 6 Euro. Das kann man sich mal gönnen. Ganz schön dicke Mauern haben die hier. Wow, bestimmt bald über einen Meter dick. Ja, ich muss zugeben, zuerst habe ich gedacht, es wäre ein Flop, hier Eintritt zu bezahlen. Aber es lohnt sich wirklich hier. Also ich bin mittelmäßig bis sehr begeistert. Was soll das sein, der Görz- oder Börzplatz hier? Gibt es hier noch so kleine versteckte Eingänge? Gibt sogar noch alte Folterbänke, Folterwerkzeuge. Ja. Einen Brunnen gibt es hier auch. Very interesting hier. Das ist immer ein interessanter Brunnen. Schaut es euch an. Wow, als würden hier einige Veranstaltungen stattfinden. Das ist ja mal eine riesige Halle hier. Hört ihr das? Schon beeindruckend. Wirklich mega interessant hier. So, und jetzt stehe ich hier auf einem anderen Riesenplatz hier. Wow, gibt sogar einen kleinen Friedhof anscheinend. Der Mirko steht vor der Apotheke. Das war wohl die Apotheke damals. Das ist der Eingang. Rein da in den Treppenturm. Mega schmaler Ringe. Super. Schade.
hier sieht ja mal geil aus. Dann gehen wir weiter, weiter, weiter. Ich glaube, da hinten ist Ende. Gucken, ob da noch um die Ecke rumgeht. Ende. Schade. Ja, war jetzt leider nicht allzu tief. Geht vielleicht um die Ecke nochmal 5 bis 10 Meter, wenn überhaupt. Trotzdem interessant. Und wo geht's hier entlang? Stimmt, von da hinten kommen wir irgendwie da runter. Könnte das hier sein? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ja, wir würden gerne noch auf das Außengelände hier von der Burgruine kommen, aber irgendwie finden wir das hier gerade nicht, leider. Ja, hier ist leider auch Sackgasse. Ja, wir fragen uns gerade, wie wir hier kommen auf diesen Platz. Wir gehen jetzt mal vorne an der Kasse fragen. Das hier waren wohl auch mal alte Kanutenkugeln, schätze ich mal. Ja, leider wird uns hier unten das alles verwehrt bleiben. So wie wir gerade herausgefunden haben, kann man das irgendwie alles nur unter Führung, also mit Führung, mit einem Führer betreten. Da hinten gibt es sogar noch einen alten Schießstand. Schade. Hätte ich mir auch gerne noch angeschaut. Ja Leute, das war es jetzt erstmal hier mit der Burg Rheinfels in St. Goar. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an meinem kleinen Video. Mal schauen, ob wir gleich jetzt noch irgendwie ein bisschen wandern gehen. Das Wetter ist ja jetzt besser geworden. Heute Morgen hat es geregnet ohne Ende. Ja, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und macht's gut. Bleibt geschmeidig.